Hallo Sarah und vielen Dank für dein Hinweis, ich bin ja gesagt, deine Anregung zur Rekonstruktion von E-Funktionen. Und zwar fange ich jetzt hier an mit einer Variable. Und zwar haben wir f von x gleich e hoch k mal x oder zum Beispiel f von x gleich a mal e hoch x oder auch f von x gleich e hoch x plus n machen wir mal hin. Das wären die Möglichkeiten, wir haben auch noch eine mehr, wir haben auch noch f von x gleich e hoch x plus b. Ja, da steht das b auf der Höhe von e. Das wären jetzt Möglichkeiten, wie wir einen Parameter verändern können. Und jede dieser e-Funktionen kann durch den Punkt P1,3 laufen. Also die Aufgabe lautet, bestimmen Sie die e-Funktion oder die Funktion nach dem Muster. Und dann steht entweder das, das, das oder das da, die durch den Punkt P1 und 3 verläuft. Und wir machen das jetzt mal ganz schematisch. Der Punkt P1,3 besteht ja aus einer x-Koordinate, die ist 1, und einer y- oder f von x-Koordinate, die ist 3. Und hier steht immer einmal f von x und einmal ein x. Das e ist bekannt, das gilt auch für alle diese anderen Funktionen. Und dann können wir das a berechnen. Will ich mal an diesem Beispiel hier machen. Ich setze also für f von x schreibe ich eine 3 hin und für das x schreibe ich die 1 hin. 1 mal k ist 1, das heißt hier steht eigentlich 3 gleich e hoch k. Um die e-Funktion aufzulösen, brauchen wir den e-Fresser, das ist ln. ln die e-Fresserin. Dann haben wir hier drüben ln 3 ist gleich k. Denn das e ist ja aufgefressen worden, dann fällt das k sozusagen runter. Und ln 3 kann man jetzt in den Taschenrechner eingeben oder auch nicht. Ich finde das ganz schön, ln 3 sind halt genau drei Sachen, die wir schreiben müssen. L und n und 3. Während die andere Geschichte, um das genau zu machen, wird immer eine Kommazahl und die wird immer ziemlich lang. Und dann ist man ziemlich lange damit beschäftigt und kann es auch nicht überblicken. ln 3 finde ich da viel schöner. Und in dem Fall würden wir jetzt also sagen, die Funktion lautet e hoch ln 3 mal x. Okay, das gleiche machen wir jetzt auch nochmal hier. 3 ist gleich a mal e hoch 1. Jetzt haben wir hier e hoch 1 ist ja e. Und e, kann man sich gemerkt haben, ist eine Zahl, 2,71 so und so. Ich schreibe trotzdem e hin aus den gleichen Gründen wie hier, weil das ist auch wieder 2,1 und so. Weißt, dieses kann ich einfach als e stehen lassen, dann teile ich durch e. Ich muss mir nur merken, dass e tatsächlich eine Zahl ist und das a ist ein Parameter. Gerne mal wird hier im Übrigen dann auch der Parameter so an das f rangeschrieben. Hier wäre das dann das n und hier wäre das das b. Um auch zu zeigen, dass das e kein Parameter ist, sondern tatsächlich die Zahl e. 3 durch e ist jetzt gleich a und das ist ein bisschen größer als 1, aber das ist, finde ich, tatsächlich auch noch schöner, 3 etel ist gleich a zu machen, als dass man da 1,034 zu, keine Ahnung was, ja, hinzuschreiben. Auch hier geht es nach dem gleichen Schema. 3 ist gleich e hoch 1 plus n. Jetzt müssen wir hier wieder ln machen. Dann steht da ln 3 ist gleich 1 plus n. Und dann müssen wir noch minus 1 rechnen. Das ist n gleich ln 3 minus 1. Und auch hier trifft das zu, was ich gerade eben gesagt habe. Auch wenn es natürlich hier jetzt schon wieder eingeschränkt ist. Hier könnte es auch gut sein, das auszurechnen. Aber das will ich hier in diesem Video nicht machen. Auch hier nochmal 3 ist gleich e hoch 1, schreibe ich schon gar nicht mehr hin, e hoch 1 ist ja e plus b, dann rechne ich minus e, dann steht da 3 minus e ist gleich b und damit soll das Video geschehen sein. Und ja, es gibt natürlich hier noch mehr Möglichkeiten. Wenn du Aufgaben der Art hast, schick sie gerne zu, dann können wir hier diese Serie quasi fortsetzen mit dem zweiten Teil. Und ich sage schon mal Tschüss und auf Wiedersehen und hier ist noch das Schild. Ja, und Tschüss habe ich ja schon gesagt. Also nochmal Tschüss. Tschüss.